Hallihallo und herzlich willkommen, Freunde, liebe Freunde des Mazdas CX-5. Ja, mein Name ist Marco Lorenz. In den nächsten Tagen erwarten wir wieder ein bisschen Winter. Es gibt verschiedene Systeme, wie man sein Auto vor der Kälte, vor Nässe schützen kann, vor Schnee schützen kann, vor Wasser schützen kann, vor Staub schützen kann. Es gibt Systeme für die Frontscheibe. Die macht immer vorne rüber und dadurch die Frontscheibe geschützt. Finde ich ein bisschen doof, weil was bringt mir die Frontscheibe geschützt, wenn ich trotzdem im Nachhinein die Seitenscheiben freikratzen muss. Deswegen gibt es auch andere Systeme, die nennen sich entweder Halbgaragen oder auch Ganzgaragen. Wir haben jetzt eine Halbgarage von der Firma Pearl und ich will mal kurz die Funktionalität ausprobieren. Da ist extra eine für ein SUV gedacht, extra mal eingepackt in den silbernen Sack, wo man sie nachher wieder reinpacken kann. Den silbernen Sack verstaufen wir mal kurz im Kofferraum. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, dann verschließen wir schon mal den Wagen, weil wir kommen nachher nicht mehr ran. Und dann wollen wir versuchen, die Halbgarage raufzuziehen. Sinn und Zweck bei der Halbgarage ist natürlich auch, dass nachher alle Scheiben ringsherum frei sind. Ob diese Halbgarage von Pearl jetzt wirklich genau passt, werden wir sofort sehen. Das ist das erste Mal für mich, also packt die jetzt zum ersten Mal auch immer aus und mal gucken, wie dort aussieht überhaupt die ganze Sache. Natürlich, man erkennt die Vorderseite ganz groß, Werbung vom Pearl mit drauf. Befestigt wird das Ganze über Gummibänder und über Plastehaken. So, und dann wollen wir unser Auto mal schlafen legen. Mal sehen, wie wir es dort alleine dort hinkriegen, weil die Folie ist doch schon recht groß. Also ist der Aufwand bei Wind auch dementsprechend größer. Jetzt sogar Frage, wie fängt man mit der ganzen Sache überhaupt an jetzt überhaupt? Das ist der Nachteil an einem SUV, das ist ein sehr großes Fahrzeug. Und da müssen wir jetzt irgendwie rüberkriegen. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, wie. Es reicht ja zu viele Haken bei sich. Wir probieren trotzdem mal das Beste. Ich schmeiß einfach mal so oben rauf. Hopp. Hoppala. So. Wir sind bei Wind und Wetter schon mal nicht geeignet. Das kann man schon mal sagen. Wenn es draußen windig ist, hat man glaube ich kaum eine Chance, das Ding raufzukriegen. Ich hoffe, jetzt mein Kabel ist lang genug. Ansonsten muss ich das Mikrofon gleich bei euch lassen. Ups. So. Am besten, ich lasse das Mikrofon kurz mal bei euch und versuche dann so lange mal das Ding anzubauen. Ihr könnt mir weiterhin bei zusehen, ob es klappt oder nicht. So. Mikrofon bleibt bei euch.
So, das Ganze war jetzt eine Live-Vorführung. Wie ihr seht, war das Anbringen dieser Halbgarage gar nicht so einfach. Es klemmte und zwickte an mehreren Stellen. Ich weiß gar nicht, ob das richtig, ob ich jetzt so was richtig gemacht habe. Sollte irgendwo Fehler gemacht haben, sag mir bitte Bescheid. Ich habe es versucht. Also die, was auf jeden Fall klar ist, die Plastehaken müssen in den Felgen angespannt werden. Aber die Folie liegt jetzt nicht wirklich sauber auf. Man sieht, er spannt ja auch ein bisschen. Ich könnte auch das Spiegel so freilassen. Ob das jetzt aber quasi Unterschied bringt. Gut, mein Spiegel hat eine Auftauautomatik, das ist nicht weiter schlimm. Ja. Ich lege mir jetzt alle Spiegel auf frei, guck mit dem Kabel gerade hinkomme. Ich versuche mal kurz mein Bestes, einmal rumzukommen. Zu meinem anderen Spiegel. So live walking, die Kabel ist mit raus. Liege auch mein Spiegel mit frei. Ich glaube nicht, dass das jetzt das Entscheidende ist. Also, ganz zufrieden bin ich jetzt mit der ganzen Parksache nicht. Aber wenn es den Mittel und den Zweck erfüllt und das Auto dadurch wirklich schnee- und eisfrei bleibt, wäre es gut und schön. Schwächen erkenne ich jetzt auf jeden Fall schon hier vorne am Material. Ja, hier tut sich schon so eine kleine Spannungsnaht schon ein bisschen auf. Also bei sehr starkem Wind wird die Folie nicht lange halten. Das Ganze zeige ich euch nochmal von da natürlich auch. Will euch ja nichts verschweigen. So, wir gehen mal jetzt näher ran. Und ihr seht jetzt hier schon unter anderem diese Spannungsdinge, die jetzt schon auftauchen, wie ihr hier vorne seht. Ne, wenn ich quasi jetzt ein bisschen lose mache, seht ihr, geht wieder weg. Also das sind so Spannungsdinge. Da ist schon mal so ein Vorreißen garantiert. Ja, die Verarbeitung. Wir gucken uns von vorne mal aufs Auto rauf. Wie ihr seht, quasi ist nicht ganz typgerecht, alles anliegend. Ist ein bisschen sehr wackelig und lose alles drauf. So sieht es optisch aus. Also die Folie sitzt schon fest. Aber es ist nicht gerade die beste. Mein Spiegel kriege ich nicht mit rein. Hier auch alles via Hakensystem befestigt. Hier sieht man auch schon. Die Naht wird nicht lange mitmachen. Das Ding reißt jetzt schon. Also die Qualität ist wirklich, ich sag mal so, für einen Winterabend mit Wind geeignet. Wir prüfen nicht mal alle Nähte von Beisen. Wir sehen, wie gesagt, alle Nähte sind ein bisschen schwach. Warum jetzt hinten nochmal Haltegurte dran sind, das ist die andere Frage. Hinten hängt das Ding ziemlich lose runter. Na, ihr seht, das hinten ist ein reines Zeltdach. Ja. Fazit. Für diese Pearl-Decke, soweit, geben wir euch natürlich auch gleich. Also, mein Fazit. Für diesen Maxxstar CX-5 mag es vielleicht auch andere Systeme geben. Dieses System von der Firma Pearl macht das Ganze notdürftig zwar okay, aber ich glaube, die Qualität spricht nicht gerade für sich. In der Hinsicht, weil, wie gesagt, wenn jetzt schon die Nähte nachgeben, ist nicht gerade das Wahre. Ja, eure Erfahrung zu diesen Halbgaragen könnt ihr uns mal gerne in den Kommentaren schreiben. Und ich wünsche Ihnen trotzdem weiterhin allen Mazda CX-5 Fahrern gute Fahrt. Wie das Ding nach dem kurzen Winterbruch jetzt die Stellung hält, werden wir auf Instagram berichten. Also, bis dann, schön mit Ö, abonnieren, teilen, bis demnächst, euer Marco Lorenz.